Schiedsspieler, das ist der Kamera. Nee, kein Problem. Na gut, wollen wir weitergehen durch die alte schöne Hauser oder so? Doch, muss machen, ne? Hallo, ich bin Kelly Sophia, Produzent aus Berlin. Wir haben jetzt diesen schönen Song gemacht, die Stadt überhaupt, mit Megalo, Said, Zilla, Serafinale. Ich bin Adam Klick, Videomacher aus Berlin und ich habe das Video zu dem Song gemacht und das ist das Making of. Wir sind nicht die Hauptstadt, Berlin ist die Stadt überhaupt. Also ich hatte die Idee, diesen Song zu machen, als ich angefangen habe mit meinem Produzentenprojekt. Wieso Berlin überhaupt? Ja, weil wir sind ja alles aus Berlin und Berlin setzt auf jeden Fall die Trends oder hat die Trends gesetzt im Deutschrap. Alles, was heutzutage angesagt ist, haben die Berliner schon früher gemacht und auch wenn die anderen Leute aus anderen Städten hochkommen wollen, müssen die immer durch Berliner Kanäle wie AgroTV oder Tagleife. Das ist ja alles aus Berlin. Es kommt alles her, so auch wenn die nichts gegen andere Städte, aber irgendwie, die müssen einfach durch Berlin, um ihr Ding durchzuziehen und deswegen war es auch wichtig, wieder so einen Berlin-Representer-Song zu bringen, wo die ganzen Leute hier ein bisschen stolz drauf sein können, aus Berlin zu sein. So. Wieso Berlin von meiner Seite aus? Also ich teile KD seine Meinung. Man kriegt mich nicht zu härter, wenn... Man kriegt mich nicht zu härter, wenn die Beerdigung spielt. Man kriegt mich nicht zu härter, wenn die Beerdigung spielt. So, ich weiß nicht, ich kenne den Text nicht. Und weil Berlin auch gut ist. Also Berlin ist ehrlich. Wenn du es in Berlin nicht schaffst, dann schaffst du es halt nicht. Ne? Das wirst du auch schnell spüren. Und Berlin ist die Stadt überhaupt. Ja. Drehgenehmigung. Ja, wir hatten keine Drehgenehmigung. Also einfach so Guerilla-Style, einfach irgendwo aufgetaucht, Kamera ausgepackt, vielleicht ein paar Lichter so, die Leute dahingestellt und los geht's. Und dann gab es halt zwei Situationen. Es wurde ja nicht richtig kritisch, aber musste mal so ein bisschen Schauspieler. Du musst es dir so vorstellen, Adam steht da und filmt, wir sitzen da und Zilla macht eine Performance. Der Typ kommt raus, hat den Ring, Adam ohne zu zögern, gleich Telefon. Ja, ja, natürlich haben wir, ruft, macht er sowas, hat er telefoniert, so. Yo, Steven, ja, Digga, komm mal schnell wieder her, wir brauchen die Ringgenehmigung. Ja, okay. Und meinte so ein Typ, ja, da ist gerade was essen, der kommt gleich, wir bringen ihn in den Raum. Und der Typ ist einfach noch verschwunden, haben wir dann schnell fertig gedreht und sind dann auch abgehauen. Alpha haben wir, wollten wir ihn gleich am Anfang dabei haben. Ich kenne Alpha schon seit ein paar Jahren, aber ich hatte keine aktuelle Telefonnummer. Also haben wir durch zwei, drei Leute versucht, an ihn reinzukommen. Und die haben uns Telefonnummer gegeben, die gingen auch nicht mehr. Und irgendwann, ja, fahren wir durch Neukölln so, ich glaube Richtung zu Kalusha sind wir gefahren. Genau. Ja. Und wir saßen im Auto drinnen und halt laut Musik und ich war schon müde und guckte nur nach vorne und so. Und da fahren wir und auf einmal höre ich nur KD, stehen bleiben, mitten auf der Kreuzung. Ich bremse nur ab, er springt raus, während der Fahrt rennt. Man muss ja engagiert sein. Genau, das waren wir auf jeden Fall. Durch diese Geschichte, dass wir das alles mit dem iPhone gemacht haben, war das natürlich immer so, dass wir oft gestört wurden. Weil auf einmal KDs Telefon geklingelt hat oder meins immer wieder. Und ja, wir vergessen haben, das auf Flugzeugmodus zu stellen. Ja, genau. Man muss pumpen 7, 6, 7 Jahre stolz durch. Also wie gesagt, das war ich wusste am Anfang an, dass ich auf jeden Fall diesen Serafinale-Song covern wollte. Aber da Sera nicht mehr wirklich rappt, kam es mir auch nicht so. Habe ich mir auch nicht gedacht, dass ich den jetzt für einen Rapper ins Boot holen kann. Aber ich dachte, ich will 4 krasse Rapper aus Berlin. Mega war auf jeden Fall erste Wahl, weil ich halt früher viel mit Mega gemacht habe. Okay. Ja. Said ist schon für Berliner wahrscheinlich schon ein bisschen länger ein Begriff auch. Aber erst seit dieses Jahr ist er richtig an den Start gekommen, hat Album rausgebracht. Und ich kenne ihn durch Harris seit 3, 4 Jahren, glaube ich. Und war mir eigentlich schon immer sympathisch. Ich dachte immer, er ist ein guter Rapper. Und dadurch, dass ich jetzt auch viel mit ihm und den Hoodwitch-Jungs arbeite, musste er natürlich auch den Song drauf, weil er auch eiskalter Berliner Patriot ist und einfach
eine andere Seite zeigt. Mhm. Ja, und ich habe mir halt überlegt, für Said, weil er auch wie gesagt, er verkörpert für mich auch wirklich dieses typische Berliner Rotzfreche in die Fresse Dasein einfach. Also er ist unglaublich höflich, aber auch unglaublich direkt so. Stürmte auf einmal das SEK und Rocker-Dezernat und sowas alles den Spätkauf, weil sie gedacht haben, wir überfallen den gerade wirklich, nachdem wir schon eine Stunde mindestens aufgenommen haben. Ja, aber man muss dir vorstellen, eine Stunde lang haben wir gedreht, immer wieder, wie diese zwei Typen mit Waffen und maskiert in diesen Laden reinkommen und den Waffen und den Laden halt ausrauben und ja. Das ist halt weg, das dauert eine Stunde. Ja, das ist das Schlimme an dieser ganzen Geschichte. Wenn das jetzt ein richtiger Überfall wäre, wäre schon längst vorbei, ja, und wir hätten das Geld und wären weg, ne? Das ist die Moral der Geschichte. Die Polizei reagiert auf jeden Fall nicht stark genug. Okay, Sillau war auf jeden Fall Kandidat, weil er schon seit ein paar Jahren in Berlin auf jeden Fall seinen Namen gemacht hat und auch bundesweit und er respektiert ist und der war halt noch bei Agro noch da, kurz bevor das alles vorbei war. Dann mit Südberlin Maskulin und auch so ein Hoffnungsträger für Berlin. Aber halt auch wieder, hat Mega und Said und dann Zilla sind halt drei verschiedene Rap-Styles, drei verschiedene Charaktere und ich fand es halt super gepasst. Und ich fand immer Zilla, einfach wegen seiner Stimme und seinem Laid-Back-Flow, fand ich immer voll gut und ich fand das richtig auch gut auf dem Track repräsentiert. Ja, und ich fand halt, gerade dieser Leanback-Flow von Zilla, da habe ich gesagt, okay, was machen wir mit ihm? Ja? Also meiner Meinung nach kann Zilla keine ausgeflippte Performance machen, wo er mit Händen rumfuchtelt und irgendwelche Gang-Signs macht oder sowas alles. Das passt zu ihm nicht, dafür ist er eigentlich viel zu cool. Und da er diesen Part hat mit Kennedy, habe ich sofort rausgeschossen, okay, er ist Kennedy. Ja? Also wir müssen zum Kennedy-Platz, wo Kennedy damals dieses Ich bin ein Berliner gesprochen hat. Und das müssen wir möglichst so gut kopieren. Ja, und dann kommen wir zu Sera. Yeah. Today is gonna be the day that never threw it back to you. By now you should somehow realize. Ich hab Sera von dem Song erzählt. Ich meinte, ich will unbedingt deinen Song covern. Ich finde, das ist der beste Song überhaupt. Und jetzt müssen wir halt die Stadt überhaupt machen und da hat die Idee gefeiert, der hat mich gefragt, wer ist alles drauf und ich meinte halt, ja, ich habe Megalo, Said und Zilla, die haben auf jeden Fall zugesagt und ich suche einen vierten Rapper und ich weiß nicht, wen ich nehmen soll und der so gleich, scheiß drauf, ich mach das, eiskalt und ich gleich, und natürlich, es ist ein Traum, weil halt die Leute, die Sera Finale kennen von früher, alle wissen, dass es einer der besten Rapper Berlins war und einfach, dass er wieder rappt generell, das ist auf jeden Fall für mich ein Highlight. Dass er auf meinem Song wieder rappt. Ich habe gleich gesagt, okay, so wie er den Part quasi raushaut, wir müssen ihm was unglaublich Aktives geben. Ja? Und dann kam natürlich die Idee, wir gehen mit ihm in die totale Touri-Gegend, ja? Und er macht einen Touri-Führer für uns Berliner so gesehen. Ja? Und die Idee war ganz gut. Und dann kam der Drehtag und ich werde einfach diesen Drehtag nicht vergessen. Ich habe noch nie so viel gelacht bei einem Dreh wie an dem Tag. Mach mal 10. Und den Laden bitte einpacken. So, mach mal 10. Wurst überhaupt. Und du darfst gerne mal reinbeißen, solange die... Also Sera Finale, wenn er es nicht schaffen sollte als Musiker, sich richtig zu etablieren, bitte, bitte mach Comedy. Ja? Also der Typ ist ein Garant dafür, dass du dich totlachst. Es war einfach so, ich habe gesagt, stell dich mal dahin und mach. Hat ihm eine Grundbasis gegeben, zum Beispiel mit dieser Touristengruppe, und dann hast du ihn einfach machen lassen. Ja, also du musst es nicht irgendwie sagen, stell dich mal so hin oder mach das so. Der hat einfach unglaublich losgelegt. Ja, also diese Sache mit dieser englischen Tourführerin, das war einfach unglaublich. Ja, das war mehr ein Fun, wo wir gesagt haben, ey, lass du einfach dazusetzen und ein bisschen filmen, und da war ich schon am machen. Ja, also die Jungs sind losgerannt, haben sich da hingesetzt in die Gruppe, die Gruppe wusste nicht, was los ist, und dann kam auf einmal Sera und fängt und performt. Und er hat sich auch nie stören lassen. Ja? Also es war egal, wer da kam, egal. Scheiße, Alter. Du musst ja von vorne sein. Du kannst Schabowski that day. Es
excuse me. This is actually a private tour, so if you wouldn't mind leaving, then that would be great. Thanks very much. Dankeschön. Wenn Fettkorn in die Bresche springt, alles andere ums Überleben bringt. Ja, Harris sowieso immer am Start, man braucht der Beste. Der hat uns auf jeden Fall krass geholfen auch und war auch gleich begeistert und ja, das soll ich noch das machen. Und ja, ich weiß nicht, man sieht ja, wer alles dabei ist in dem Video. Wir hatten einfach so eine Liste. Wie gesagt, wir haben uns einmal hingesetzt, saßen 4 Stunden da und haben so Brainstorming gemacht, wer kann alles drauf, wer weiß, wen können wir erreichen. Dann haben wir einfach angefangen, die Liste durchzugehen, ihn anzurufen, Termine zu machen und Berlin-Song. Wir haben Megalo, Zilla, Said und Serafinale drauf und wir wollen ein Video machen, wo wir alle Rapper aus Berlin irgendwie kurz präsentieren und so. Und manche waren dann gleich so, ja, ich weiß noch nicht, ich muss halt den Song hören. Also viele sagen ja, oh, die Berliner Rapper, die haben alle Beef untereinander und die sind alle so schlimm untereinander. Ich glaube, wir wollten auch ein Zeichen indirekt damit setzen, dass es nicht so ist. Also wenn es um Berlin geht, seht ihr das Ergebnis. Es halten im Endeffekt alle zusammen. Und Flair war da ganz krass, wie gesagt, er meinte, es ist mir egal, wer auf dieser Liste ist. Ich mache es für euch und dann mache ich es und ich habe Bock drauf und gut ab. Und, Und was ich sagen muss, wir haben auf jeden Fall, das richtig cool ist, wir haben Spectre in dem Video drin. Einfach, das gibt's halt nicht so. Das fand ich richtig cool, vor den Agro-Golfplatten und so. Und also nochmal, damit die Leute auch verstehen, wer das überhaupt ist, ja, wenn die sich fragen, so was macht dieser Typ mit der Maske dort? Das ist Spectre, also er ist mitverantwortlich für sehr, sehr viel in dem deutschen Rap, glaube ich. Hey, mach die Kamera weg! Alle gucken mich an. Wir sind eine Stadt überhaupt. Nicht so höflich gucken. Hör doch auf. Das ist Berlin-Song. Dicker Berlin, Berlin, dicker Respekt, Jungs. Wir sind die Stadt überhaupt. Warum lachst du? Wir sind die Stadt überhaupt. Er bringt mich doch zum Lachen. Ja, ich weiß auch nicht. Das war's erstmal ganz grob. Ansonsten guckt auf meiner Facebook-Seite und da kommen ständig neue Sachen, die ich so bewerkstelle. Wie heißt deine Seite? Sucht bei Facebook nach Adam Klick. Und Kiddies to Peer Beats. Genau, auf jeden Fall sucht nach diesen Seiten. Ja. Oder? Hallo. Noch nicht? Noch nicht? Erst wenn ich fertig bin, ja? So, nimmst du auf? Ja. Es hat mich sehr gefreut, mit euch Pappenabend heute unterwegs zu sein. Und ich hoffe, wir sehen uns bald wieder. Und das war's. Vielen Dank. Ja.